Guten Morgen, liebe Freunde. Heute geht es um ein Thema, was mich, wenn ich das früher wirklich mit jeder Faser gelebt und begriffen hätte, dann hätte es mein Leben um einiges leichter gemacht. Und zwar geht es um die Frage, wenn ich eine eigene Idee habe, wie ich einen Mehrwert in die Welt rausbringen kann und da vielleicht mein eigenes Ding starten kann, dann erlebe ich nicht nur bei mir selbst, sondern beim Großteil vieler Menschen, dass die sich denken, oh Gott, aber was ist, wenn das andere doof finden? Was ist, wenn die meine Meinung nicht gut finden? Und was ist, wenn ich da auf negative Kritik stoße oder jemand das anders sieht als ich? Und um da mal zu verdeutlichen, dass das absoluter Bullshit, dieser Gedanke, ist und dass der dich in keiner Weise voranbringt, möchte ich jetzt erstes mal ein kleines bildhaftes Beispiel bringen. Wenn es um unsere Meinung geht, um unsere Herzensangelegenheiten, zum Beispiel beim Essen, wenn dich jemand fragt, was ist deine Lieblingsmahlzeit? Und du sagst, oh ja, Pizza Hawaii, das ist es, was ich absolut liebe. Wie viel Bedeutung würdest du dem zusprechen, wenn dann dein Gegenüber sagt, Pizza Hawaii? Pizza Hawaii ist doch super eklig, da könnte ich kotzen. Und so richtig scheiße reagiert. Würde dich das davon abbringen, weiterhin Pizza Hawaii zu essen? Nee, da in diesem Kontext, wenn es darum geht, Geschmack, da sind wir uns ziemlich sicher und es ist weit akzeptiert, dass Geschmäcker verschieden sind. Aber wenn es um die Arbeitswelt geht, da lassen wir uns irgendwie verunsichern. Wenn es darum geht, was uns wirklich wichtig ist und wenn es nun mal ist, eine Arbeit zu machen, die wir von Herzen gerne machen und wo wir einen positiven Unterschied machen wollen oder die uns das Leben erlaubt, was wir lieben, nach unseren eigenen Regeln zu spielen, da lassen wir uns reinreden. Wenn ich sage, ich find's geil, eine Arbeit zu machen, wo ich früh aus dem Bett springe und find das cool und dafür bin ich bereit, Risiko einzugehen, oder ich sage, ich hier so ein Video möchte ich dir gern helfen und jemand kommt jetzt und sagt, finde ich jetzt nicht so hilfreich, bringt mir gar nichts, dann nehme ich das persönlich und mache das sogar zum... Das ist ja nicht mal schlimm, dass ich es negativ auffasse, sondern dass es mich ausbremst, die Schritte zu gehen, die nötig sind, um mich meinem Ziel näher zu bringen. Diese Zutaten des Lebens, die sind doch genauso Geschmackssache wie die Zutaten auf der Pizza. Lass dir doch nicht reinreden, was besser schmeckt. Du bist einzigartig und du hast einen eigenen Geschmack. Du bist toll, so wie du bist. Denk nicht, dass nur weil du die Dinge so siehst, wie du sie siehst, weil dir die Zutat besser gefällt als anderen. Und das vielleicht eine Zutat ist, die relativ selten ist. Das heißt doch nicht, dass du nicht ein Recht hast drauf, diesen Geschmack zu haben. Und jetzt überleg mal, wie viele Menschen da draußen sind, denen es ähnlich geht, die da genau diese Zutat auch großartig finden. Wie großartig wäre es denn, wenn du rausgehst und das mit ihnen teilst und damit einen Mehrwert schaffst? Geh raus und lass dich nicht von diesem Gedanken zurückhalten, sondern rock das einfach. Ja? Wir sehen uns morgen. Ciao.